Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video spiele ich Castle Crash. Und im letzten Video haben wir durch einen Kampf eine magische Truhe bekommen. Und jetzt werde ich als erstes mal die Gratis-Truhe aufmachen. So, 34 Gold. Ich glaube, der Ton ist auch etwas zu laut. So, ist gut. Okay. 3-4 Drillinge bekommen, habe 34 Gold und einmal den Henker. Okay. Die zweite Gratis-Truhe ernährt sich 36 Gold. Viermal die Bogenschützen und einmal der Windstoß befindet, okay? Jetzt in der Silberchest befindet sich 28 Gold, einmal die Steinschwerte und viermal die Drinlinge. Und jetzt die magische Truhe. Okay, 340 Münzen, okay. Und 39 mal die Skelette, die brauche ich aber nicht. Dann 11 mal die Steinschwerte brauche ich auch nicht. Und eine neue Karte nehme ich. Den Metamorph! Nice! Also was sich gelohnt hat, auf jeden Fall diese Karte. Diese Kiste oder Truhe eher. Ich glaube Kiste oder Truhe jetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall hat es gelohnt, dass die magische Kiste hier aufzumachen. Wir geben dem 340 Gold und ja, der neuen Karte nehme ich Metamorph. Aber die anderen zwei das andere Zeug ist eigentlich nicht relevant. Jetzt habe ich auf jeden Fall gut Geld oder Gold und kann auf jeden Fall hier das. Lass ich einfach, das brauche ich ja nicht. Soll ich den Metamorph in mein Deck nehmen? Nur wen soll ich dann in. Okay, dann. So, Schlacht. So, Gas. Okay, hier Bogenschützen. Ja, schon sofort der Metamorph. Stehen 6. Damit einen dritten Bogenschützen setzen oder einfach warten. So. Die Piraten helft ihnen. So. Okay, bam. So. In der Mitte will ich einen kleinen Push aufbauen jetzt. Das war so richtig dumm von dir, denn. Oh. Bam. Okay, bitte töte mich. Danke, die Triade ist tot. Okay. Die Triade ist tot und mein Push auf. So, okay, Metamorph. Ich hoffe, dass ich die Piraten klone. Oh, ich habe sogar den Zwerg kopiert. Ach ja gut, der ist auch gerade gestorben. Der ist sogar Level 6, was zum Teufel. So, was ist denn? So, Wunder hier, bam. So. Mann, er hat aber einen Push. So. Hier, Metamorph. Oh, zweimal den Hank auf Level 4 sogar jetzt. Oh, nice. Hier hängt, nein, nicht die Henker nach. Du schüttelst, du blöder schwarzer Ritter. Oh. Jetzt habe ich wirklich ein paar Probleme, wirklich. Ah, ich habe keine Karten. So, das hier. Okay, unten ist alles gut, aber in der Mitte habe ich extremes Probleme. Also ich habe einfach keine Karten. Mann. Na egal, ich gib nicht auf. Okay. So, hier Stärkung reinballern. Oh, er macht das gleiche, okay. So, hier Zwerg. Hier hoffe ich hoffe auch den Naht zu kopieren. Na, leider nicht. Dann hier Bogenschützen hintereinander. Hinter dem Zwerg. So. Dann hier den Nachbarn Zwerg setzen. Und dann noch den Steingolem. Und noch die Piraten hier. Die müssen eigentlich jetzt gut. Das ist eigentlich gut helfen. So.
der oberen Linie jetzt noch Krieger setzen, dann hier die den Krieger. Und wieso setzt der nichts mehr? Egal, ich hab nichts dagegen. Wenn er nichts setzt, dann habe ich ja so gut wie gewonnen. So, hier, Ballista. Okay. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Ich weiß zwar nicht, warum er nicht mehr attackiert oder sich wehrt, aber ja. So, macht er Musik und auch ein paar Strophen. Nice. So. Okay, ich halt hier. So. Und es laggt. Okay, keine Verbindung zum Gegner wirklich. Das heißt, es ist nicht mein, also es ist nicht meine, dass ich keine Verbindung habe. Also ist dein Internet schlecht oder was? Na egal, Stärkung hier reinballern. So, bam. Und das sind wir Level 3. Oh. Aber das heißt nichts. Es könnte auch sein, dass der mich auseinandernehmen. Okay, Golem. Der verteidigt mich dann etwas. So, Ballista hier hinter. Der kann dann immer noch Schaden machen. Okay, der konnte mal Schaden machen. So, Bombe. Hier, tschüss. Ich hab den Henker, falls der eine Skelettarmee setzt oder irgendwas anderes mit mehreren Truppen gleichzeitig. So, hier, gerade. Den Krieger wird Schluss setzen, wenn ich gerade. Okay, doch nicht. Ich würde jetzt sagen, dass. Alter. Vergiss einfach jetzt, was ich wollte sagen, ihr schützt euch kurz hier. Okay, ein Dämon ist tot. Leider lebt er aber noch. Okay. Der Magier ist tot. Ach, Mann. Okay, hier. Und hier. So, nach. Wieso wurde der Henker zurückgesetzt? Was ist das für ein Betrug? Wurde er zurückgesetzt? Na super. Das war ja mega fair. Kann ich mehr machen. Super. Danke, Spiel. Weil ich meinen Henker zurückgesetzt habe, habe ich einen Nachteil. Na super. Wirklich danke, Spiel. Wirklich danke. Was ist das denn für ein Betrug? Ja, hier, komm, unten kann ich noch etwas holen. Ich hatte eine Chance gegen den Level 3, aber nein, der Schnee muss mir hier alles grün. Dran. Mann. Wieso wird da noch mein Henker zurückgesetzt? Wie unfair ist das denn? Ach, egal. Ja, dann den Zwerg. Also wundere ich jetzt nicht, wenn ich nichts mehr sage gleich. Also gar nichts sage. Ich kann mich gerade überhaupt spielen. Wenn ich gewinne. Ich hab so schon verloren, das merke ich jetzt schon. Das ist in letzter Zeit nicht so. Ich verstehe nicht, warum. Am Anfang so gut, okay. Das liegt auch daran, weil ich das Spiel schon konnte und gute Taktik gehabt habe. Aber jetzt, nach Liga 3, habe ich schon mega Probleme. Ah, mit Teil 7 sein, dann erst in die Arena 4 zu kommen. Alter.
Ich werde aber so lange jetzt spielen, bis das Video 15 Minuten lang ist. Oder wie ist das? Also ich spiele jetzt so lange, bis ich entweder gewinne oder für die Lust komplett verliere. Das heißt, das Video kann sogar eine halbe Stunde gehen. Ja. Jetzt probiere ich so lange, wie es dieser Schrott eigentlich funktioniert. So, gerade. Ist das dein Ernst? Oh, wieso müssen die Spieler von in letzter Zeit einfach nur so auf die Nerven gehen? So. Und hier den Ballista dahinter. Dämon! So, Golem hier oben. Dann Metamorph hier. Okay, der Dämon, das ist gut. So, geh weg. Hier hängt er. Hier den Zwerg unten. Wieso? Okay, ich sag nichts dazu. Wieso setzt man den Skelett mir gegen den Namen? Wie dumm muss man sein? Oh nö. Wieso? Oh, ich hasse mein Leben. Und hab gewonnen. Nice. Wisst ihr, was das Dumme ist? Er hat sich, also das ist ein Dumme, er hat oben und unten zwar die zwei Linien gestoppt, aber in der Mitte hat ihn den Ballista, hat er, also in der Mitte hat er gar nicht aufgepasst, denn der Ballista stand noch und ja, hat Schaden angerichtet. Okay, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergiss nicht eine positive Bewertung dazu lassen, damit ich sehen kann, ob es gefallen hat. Vergiss auch nicht einen Kommentar mit Kritik und Infos da zu lassen und schreibt auch unter dem schreibt eine Frage unter dem Hashtag AskMe für am Sonntag um 16 Uhr halt für das Projekt AskMe. Also das erklärt auch deswegen auch den Hashtag. Denn das ist ja schon morgen und ja. Deswegen schreibt Kommentare. Ich habe bis jetzt 2 Kommentare insgesamt, also es ist schon gut. Aber es würde mir halt gefallen, wenn es noch mehr geben würde. Und ja. Und dann die Leute in mir, ich glaube, das sind Oreo Eis und einfach aktiv. Wenn ihr dieses Video seht, ihr könnt noch mehrere mehrere Kommentare schreiben. Außer natürlich, die sind mega dumm. Dann, ja. Ihr versteht, was ich meine. Und ja, die restlichen Abonnenten noch vielleicht keinen, also die noch keinen, oder Zuschauer, ich habe ja mehr Zuschauer als Abonnenten. Halt, schreibt Kommentare. Ich erwähne euch immer. Außer natürlich, ich bekomme 100 Kommentare. Da muss ich schon schauen, dass ich wenigstens ein paar hole. Ich kann nicht dann ein paar nehmen und kann dann nicht alle nehmen, aber ja. Egal. Und vergiss auch nicht, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, nichts mehr zu verpassen. Und vergiss auch nicht, das Video mit einem Freund zu teilen. Tschüss.